Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Eve Online. Und ja, Moment. Ich bin gerade auf dem Weg zurück ins Stu-System. Denn diese Geschichte mit der Sister Alitur haben wir anscheinend fertig. Dagan war der letzte, den wir da erledigen mussten und abliefern. Ich habe jetzt noch nicht weiter finden können, wo es da weitergeht mit Sisters of Eve, ob das überhaupt weitergeht, weil wir haben da ja noch nicht das Maximalansehen, sage ich mal, erreicht, soweit ich weiß. Ich schau noch mal. Sisters of Eve, da. Keine Ahnung, wo es da weitergeht. Also, ich habe versucht zu recherchieren im Internet, aber ich finde da so nicht richtig was. So, Araron. Jetzt wird er uns wieder darauf aufmerksam machen. Bla bla bla. Was ich zwischendurch noch mal gemacht habe, ist hier, ich habe jetzt das alles durch hier. Tatsächlich, ich habe von meinem Corporation-Konto mal ein bisschen Kohle abgehoben, da sind noch 30 Millionen drauf. Und habe von dem Omega-Bergarbeiter jetzt die letzten Skills gekauft und gelernt. Das war, ging ganz schnell. Und jetzt habe ich bei den Galente wirklich soweit alles durch. Also egal wo man schaut, bei den Galente hier, bei dem ist es, glaube ich, ist nicht Galente abhängig, sondern das ist für jede Fraktion und wahrscheinlich gleich. Aber hier nochmal, also Galente bin ich durch. Ich könnte jetzt weitermachen mit Kaldari oder Min Matar. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Weil es werden sich ja Skillpunkte ansammeln. Ich habe jetzt einmal Skillpunkte an die Montserrat weitergegeben. 150.000, weil die soll ja auch weiterentwickelt werden noch. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht weiter mit aufgehalten. Habe die nur da deponiert, die Skillpunkte. Von den Belohnungen her, ne? Diese täglichen. Diese 150.000, die man dann irgendwann zusammen hat. Und ja. So sieht's aus. Also erstmal wieder zurück zum Stu-System. Meinen Schrott hier abladen. Und vielleicht mache ich im Stu-System die Missionen, die da sind, auch weiter. Einfach mal so ein bisschen im, da, um da drin zu bleiben in diesen Missionsgeschichten. Blutrunde Ernte habe ich mich für eine Sache entschieden. Und zwar. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es hieß. Blutrunde Ernte. Ich habe nicht die Blood Rider genommen, sondern die andere Fraktion. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Trimeta oder sowas? Keine Ahnung. So. Trimeto oder so? Weiß es nicht mehr. Was da für Agenten sind auf der Station. Vertrieb haben wir hier. Stufe 3. Naja, mal gucken. Erstmal mal ins Ding-Kram hier. Also erstmal ins Gegenstands. Dinge, den halt die Munition nicht. Das und das.
Jetzt habe ich jetzt so viele Skillbücher noch rumliegen. Mal wieder hier rein. So. Blueprints haben wir da. Das sieht ganz gefährlich aus. Kriegen wir die verkauft für 600.000? Nö. Können wir die aufbereiten? Oh, das sind für Komponenten. Vielleicht kriegen wir ja das verkauft. Das bereiten wir mal auf. So. Das lässt sich sicherlich nicht aufbereiten, aber das hier. Mal gucken. Vielleicht das Feuerwerk, glaube ich nicht, dass sich das aufbereiten lässt, aber. Ist das jetzt wert hier? 1000? Und der lässt sich nicht verschrotten, aufbereiten. Gut, dann verschrotten wir den mal. Dann haben wir von der Aufgabe, das lässt. Ach, das ist eine Kiste. Okay. Das wäre nicht kaufen. Verkaufen. Nö, haben wir sogar noch Minus. Wir müssen noch Geld mitgeben, dass das uns jemand abnimmt. Dann verkaufen wir mal das hier. Da ist mir auch egal, was das einbringt. Oh. Okay. Ja, machen wir sofort. Zack. Dieses hier behalten wir mal. Das hier verschrotte ich jetzt einfach. Stapeln brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Aber gut, machen wir nochmal. Der soll 6 Millionen wert sein. So von diesen Events bekommen oder von diesen Belohnungen, das gehen wir einfach mal so weg. Soll derjenige glücklich werden damit? Und jetzt schauen wir mal hier. Ich habe wieder ein bisschen mehr Asche jetzt, aber auch nur, weil ich mein Konto hier ein bisschen verlagert habe. Und das werde ich jetzt auch gleich noch mal tun, und zwar abbuchen noch mal. Dann nehmen wir nochmal 5 Millionen. Nein, zu viel, glaube ich, ne? Ja. Ach, Grund nicht. Nein, das ist so. Da muss das hin. So, jetzt. 5 Millionen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Ich habe mich gerade tierisch verguckt. Gerade total den Knick in der Pupille gehabt. Ich habe hier gerade 296.000 gelesen. Ich muss gar nicht so viel hin und her schieben, ich Trollo. Mach das mal wieder rück. Ich zahle das mal wieder zurück. Das ist ja total bescheuert. So. Was mache
mache ich für einen Schrott? Total bekloppt heute. So, jetzt ist das wieder richtig. Oder bin ich jetzt doof? Millionen sind das jetzt noch. Ja, doch, war ich doch richtig. Ja, das war jetzt von mir. Etwas verwirrt heute. Ja, tatsächlich etwas verwirrt. Ich hatte nämlich kein Internet und hätte überhaupt nicht aufnehmen können heute fast. Mein Router hat gesponnen. Nee, gut, okay. Ja, entweder mache ich das mal hier. Ich muss aber unbedingt jetzt wirklich mal die planetaren Güter abholen. Da ist zwar noch nicht, es sind zwar noch nicht alle Lager voll. Wo ist denn das hier zum Beispiel? Der hier. Na, es sind noch nicht alle Lager voll, so wie ich mir das vorgenommen habe, aber da liegen jetzt mittlerweile, wie viel liegt da rum jetzt? Sauerstoff, 55 Millionen. Das ist schon eine ganz schöne Menge, die wir da lagern haben. Hier sind es 59 Millionen. Das ist ja nur zum Hin- und Herschieben. Hier haben wir 35 Millionen. Ich weiß nicht, ich glaube, das gebe ich hier auch mal auf. Diese Geschichte mit den Construction Blocks. Ich würde mir lieber noch ein paar Plasmaplaneten suchen. Oder vielleicht noch mal so, oder ich setze nur noch auf Sauerstoff. Ich weiß es nicht. Dies bringt ja auch immer ein bisschen was. Auch um noch mal darauf einzugehen mit der Geschichte von wegen Logistik zum Erwerb zu nutzen, sage ich jetzt mal. Das ist ja die Geschichte mit den Aufträgen bei Finanzen, Verträge und Vertragssuche. Ich würde sagen, Kurier muss man dann gehen in die Region. Mal gucken, ob man da schon was sieht. Hat er wahrscheinlich alles. Machen wir das mal ein bisschen größer hier. So, machen wir das mal. So. Halt. Lassen wir das mal. So, was haben wir denn hier alles? Ich will mir das selber mal kurz anschauen. Hier ist die Sicherheit, wovon ich geredet hatte. 53 Millionen verlangt dieser Typ als Sicherheit. Ich gehe mal davon aus, das ist das, was wir zahlen müssen, um diesen Auftrag zu bekommen. So, er möchte was von Ada nach Jita. So, wir können ja mal schauen. Ada. Suchen wir mal Adat. Das ist da. Und Jita ist da oben. Ganz schöne Strecke. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier einen Kurs setzen kann von Jita nach Adat. Das könnte man wahrscheinlich im Internet jetzt machen mit irgendwelchen tollen Seiten. Hier zum Beispiel. Das ist so ein Sicherheit 4,5 Milliarden. Belohnung gibt 60 Millionen von Klessil. Nach Jita.
Was soll man da transportieren? Prebohr. Vertrag ansehen. Keine Ahnung. Simon ist tatsächlich so das Größte gerade hier. Tirjev, Jita. Aber wenn einem das halt so komisch vorkommt irgendwie, sagen wir mal, hier ist so eine Belohnung von 500.000 und hier wollen sie eine 4,5 Milliarden. Da würde ich schon stutzig werden. Da muss man wirklich aufpassen, nicht, dass man da wirklich über den Tisch gezogen wird oder die hocken an den typischen Punkten, wo die einen einfach platt machen. Also bei Jita ist es zum Beispiel Uedama, meine ich, wo die hocken und einen rausziehen und dann platt machen. Und dann hat man nämlich alles verloren. Einmal die Fracht, kann seinen Auftrag nicht mehr erfüllen und zum anderen seine Sicherheit, wenn man da wirklich 4,5 Milliarden gezahlt hat im Verhältnis zu 60 Millionen. Das ist lächerlich. Also da wäre ich schon mal sehr, sehr vorsichtig. Deswegen bevorzuge ich wirklich meine ISK zu erwirtschaften mit den Zweigen hier Planet Management, dann über das Mining und über die Erfüllung von Aufträgen. Ich werde das Gespräch jetzt hier nicht beginnen, weil ich nicht weiß, ob ich das die nächsten Tage anfange mit den Belohnungen. Obwohl, wir können ja mal reinschauen, es ist ja egal. Also, was will er denn? Man fängt ja klein an. Fünfmal Crates of Electronic. Akzeptieren wir mal. Oh. Da müsste ich jetzt tatsächlich... Ja doch, wir nehmen das mal an. 2000 Kubikmeter. Dann wechseln wir jetzt einfach mal das Schiff. Haben wir schon ein... Moment, nehmen wir mal die Logistiksparte bei uns. Logistik. Da haben wir doch einen Nereus oder sowas. Der hier müsste eigentlich... Oder den hier, einen Iteron. Nehmen wir mal den Iteron. Die müssen wir uns nur rausziehen. In unseren Schiffshangar. So. Aktivieren wir den mal. Das ist jetzt im Nachbarsystem. Da werde ich jetzt das Ding nicht extra versichern. Ist der gefittet? In der Tat. Noch nicht komplett, aber gut. So, jetzt nehmen wir die Fracht auf. Gegenstandshangar, da. Platz haben wir da auf jeden Fall. Der hat eine Menge Platz, der Iteron Mark V. Wir versichern ihn mal. Wir haben es ja. Ist ja nicht, dass wir bei armen Leuten sind, ne? Also versichern. Wir machen natürlich die höchste Versicherungsstufe. Das sind ja Peanuts. So, jetzt docken wir mal ab. Weiß nicht, ob es bei den Vertriebsleuten auch wieder Schiffe gibt oder so. Kurs setzen. Ja. Araron. Einmal rüber. Also das war jetzt der zweite Zweig. Erste Zweig, Planet Management. Also das ist jetzt keine Reihenfolge. Die Reihenfolge wäre für mich persönlich Mining, Planet Management und Missionen. Und als kleines Schmankerl obendrauf zur zusätzlichen kleinen Geldeinnahme die Discovery-Geschichten, Projekt Discovery. Das würde ich auch noch machen. Im Moment ist es ja dieses Ding hier noch mit dieser Analyse der dieser Aufnahmen, mikroskopischen Aufnahmen, diesen Clustern, diese Immunreaktionsaufnahmen in Bezug auf Covid-19 und sowas. Da spreche ich jetzt aber nicht extra drüber.
Das wäre eine Einnahmequelle. Da bin ich ja jetzt erst Level 41. Aber das gibt nach einer Zeit wirklich auch immer mal wieder ordentlich Geld. Also in Relation zu dem Aufwand halt. Ne? So, dann legen wir mal da an. Und liefern unser Kram ab. Dann haben wir das erledigt. Das ist jetzt ein Stufe 3 Agent. Für den Bereich Vertrieb. Gehen wir das mal ab. Ja, mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Wie gesagt, Logistik ist so eine Sache. Es gibt natürlich, es gibt noch die Möglichkeit, sich ISK zu verdienen mit der Produktion, mit Industrie. Also die Produktion von Schiffen, wenn man die Skills hat, Komponentenproduktion oder aber auch Produktion von Komponenten aus Mondmaterialien. Das gibt es ja auch noch. Da müsste man aber Mondmaterialien abbauen. Das habe ich noch nie gemacht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, also Produktion, das wäre ja industriell. Da müsste ich dann vielleicht mein eigenes Video zu machen, dass man sich Blueprints besorgt, den Markt erforscht und sich überlegt, gut, das braucht man am meisten im Moment. Und dann wirklich flexibel ist, das produziert und zu guten Preisen verkauft. Billig Rohstoffe einkauft, eventuell sogar selber produziert und dann die Produkte aus den Sachen gewinnbringend verkauft. So, hier können wir abgeben. So, das gab jetzt 140.000. Das hat jetzt ja nicht lange gedauert. Da fragen wir mal die nächste. Ja, dann müssen wir wieder zu ihm zurück. Dann docken wir mal hier ab. Gegenstandshanger haben wir nichts bekommen. Ich habe nur ein bisschen Kohle. So, wir müssen zu Stu zurück, zum Stu-System. Da brauchen wir jetzt kein Kurs. Wir wissen, wo wir hin müssen. Man muss halt auch immer das, wenn man diese Mission macht, muss man möglichst immer das passende Schiff haben. Hier brauchten wir jetzt eins, was ordentlich Frachtkapazität hat. Ich habe jetzt nun einen Iteron Mark V. Und dann gibt es ja noch, es gibt Vertrieb, es gibt, ich glaube, Militär oder sowas. Ich weiß es nicht genau, wir können ja mal schauen hier. Agenten, Missionsagenten. Sicherheit gibt es, Verkauf gibt es, Bergbau gibt es. Forschungsabteilung, Ordnungsdienst, das war's. Such Karriereagenten. Das ist da. Ach, das sind die, die man am Anfang macht. Ja, die braucht man nicht unbedingt jetzt. Ich glaube, die habe ich alle durch. Und da war ich sehr diszipliniert damals vor 13 Jahren und habe das wirklich durchgezogen. So, jetzt müssen wir zu Stu 1. Da ist ja auch markiert, dass das unser Heimatsystem ist. Das scheint eine Player Station zu sein. Ja, Raffinerie. Was hat sie denn für Dienste? Docken, ausrüsten. Ja, die hat keinen Dienst vom Aufbereiten her. Schade. Von daher ist die nicht interessant für mich. Und die sind wir mal zurück. Wie gesagt, zum Punkt Geld verdienen mit Industrie müsste ich nochmal ein Video machen für sich, so wie ich das fürs Planet Management gemacht habe. Kurz umschrieben ist einfach, man hat Blueprints,
kauft sich für die Blueprints die entsprechenden Materialien billig ein und verkauft die Produkte dann gewinnbringend am Markt. Irgendwo vielleicht an einem Hub, von einem Trading Hub, Jita, Dodoxi und von den anderen Fraktionen. Die habe ich jetzt auch nicht im Kopf. So, das war's. Jetzt könnten wir hier bei ihm weitermachen. Was hat er denn jetzt für uns? Also. Wieder. Wir haben einen Menschen, eine vier Large Group of... toll. Heimatlose. Ach, traurig. Ist ja furchtbar. Aber wir akzeptieren das mal. So. Es gibt dann immer noch einen Bonus, wenn man das innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Hier zum Beispiel. Gibt in der immer so eine bestimmte Zeit, wie man das... Bis wo man dann Bonus kriegt, wenn man das innerhalb der Zeit erledigt hat. Also wir docken mal wieder ab. Halt, vorher. Immer erst das, was wir brauchen, rein. So, jetzt hat das. Abdocken. Das ist Mission Mining, so nenne ich das immer. Also Mission erfüllen für zum Beispiel den Vertriebsagent. So, jetzt müssen wir Kurs setzen. Das ist schon weiter weg. Gut, dann hüpfen wir da mal hin. Dann kann ich in der Zeit noch mal ein bisschen was erzählen oder was anderes machen. So mache ich das immer. Kümmere mich noch mal um mein Planet Management. Dieses hier zum Beispiel anzeigen. Das. Förderung beginnen. Schmeißen wir die ganze Maschinerie noch mal an. Förderung beginnen. Hier auch. Förderung beginnen. So. Sauerstoff genau das gleiche. Da ist das nächste Lager nämlich fast wieder voll. Hier Förderung beginnen. Da auch. Förderung beginnen, abschicken. Hier können wir jetzt weitermachen. Oh. Das habe ich nicht oft. Da müssen wir nochmal anmachen. Was war das denn jetzt? Sowas. Keine Panik. Wir düsen jetzt wahrscheinlich gerade schleunigst zur nächsten Station, die in der Nähe ist. Das ist so glaube ich, eingestellt, weil das habe ich noch nie gehabt. So, wir wollen natürlich wieder zu Hoche. Da ist Monserrat, mit der bin ich gerade dabei, die Skills auszubaldovern. Das werde ich bei John dem Alpha jetzt auch demnächst wieder machen. Da kommt demnächst auch wieder eine Folge. Das ist ja der wo ich den Omega-Status nicht. Du kannst anhalten. Oh, ich warpe jetzt gerade. Na, jetzt warp dann nämlich zur nächsten Station. Sowas. Glaube ich jedenfalls, dass er zur nächsten Station warpt. Wir hüpfen mal dahin. Das ist ja seltsam gewesen. Habe ich ihn überlastet oder wie? Sauerstoff haben wir erledigt gehabt noch. Das hat er noch gemacht. Das funktioniert auch alles, ja. Es läuft. Hier noch. Anzeigen. Abschicken. Alles. Sehr seltsam. Der muss auch weg. Da muss ich dann auch noch mal mich ransetzen.
So. So, halt, eins wollte ich noch machen. Hier. So, jetzt haben wir drei Lager voll. Ich wollte ja durchhalten, bis ich alle voll habe. Was sind dann? Ein Lager hat 18 Millionen. Das sind jetzt 1, 2, 3, sind 30, sind 54 Millionen ungefähr. Ein bisschen mehr hatten wir ja gerade gesehen. Es waren ungefähr 55 Millionen. Also 18 noch dazu sind dann 60, 72. Also wir kommen auf 80 Millionen ungefähr, wenn die Lager voll sind. So, können wir zum nächsten Skolusser. Ich habe ja mehrere Charaktere, fünf Stück. Mit dem John, dem Alpha, habe ich ja 6, aber der zählt nicht, weil der ist kein Omega-Charakter. Mit dem kann ich nicht so handeln oder agieren wie mit den anderen 5 Stück, für die ich wirklich meinen Account, wofür ich berappe, sage ich mal so salopp, die ich hochziehen kann, wie ich will. Und wenn ich da wirklich bei jedem Planet, sagen wir mal, ich habe bei jedem nur Planet Management, einen Planeten Sauerstoff, sagen wir mal, so wie ich jetzt hier habe, und der macht, ich bekomme nach einiger Zeit, sagen wir mal, ich mache das wirklich sehr regelmäßig, die sind alle gleichzeitig fertig, die haben alle dann für 80 Millionen Sauerstoff im Frachtraum und sammle das in meinem Corporation Hangar und bringe das dann gemeinschaftlich weg irgendwie. Da kommt dann schon was zusammen. Wenn man sich dann noch was aussucht, was vielleicht ein bisschen mehr Geld bringt. Was allerdings dann auch wiederum etwas länger dauert, bis man es hat. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber alles mal 5 wäre quasi doch schon ziemlich viel Kohle, die sich hier dann, wie gesagt, wenn man es über den Corporation Hangar macht, dann spart man sich die Kohle mit dem Hin- und Herschieben durch Verträge oder sowas. Das ist in der Corporation schon einfacher. Das ist blutrote Ernte. Sowas müsste ich auch mal machen. Ich habe mich aber noch nicht weiter damit befasst. Außer, dass ich mich jetzt für diese Fraktion entschieden habe. Nicht für die Blood Riders, sondern diese andere da. Weiß nämlich nicht, mit welchem Schiff man das am besten macht und so. Und ich wollte jetzt meinen schönen Sonntag nicht mit einer Niederlage versauern. Deswegen habe ich jetzt einfach, du machst einfach mal irgendwas heute, ein bisschen hin und her fliegen, vielleicht eine Mission oder so, ein bisschen Planet Management, einfach worauf man Bock hat. Ich mache mir da keine großen Vorgaben, dass ich jetzt sage, so, du musst jetzt das und das unbedingt schaffen heute. Nicht bei jedem Spiel. Wenn ich natürlich gerade in eine Sucht verfalle, so wie bei Star Trek Online oder so, wo jetzt wahrscheinlich EVE Online-Spieler einen Aufschrei der Entrüstung von sich geben werden, aber wie gesagt, es geht um Spaß und nicht um irgendwelche komischen Klischees, die man erfüllen muss, will, wie auch immer. Ich zocke gern das, was ich, ja, was mir Spaß macht. Und wenn das mal Star Trek Online ist oder auch Wendy's Ponyhof oder sowas, dann ist mir das leidlich egal, was da andere von denken. Das ist natürlich nicht mein Spiel, aber es geht halt so ums Prinzip. So, gleich sind wir da. Cloten Massal. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, aber da müssen wir hin. Da geben wir unsere Heimatlosen ab, die dann hoffentlich eine Heimat gefunden haben, glücklich werden auf der Station dort und sich von da aus ins Universum verbreiten. Heimatlose. Wo kommen die denn her? Steht da irgendwas? Heimatlose.
Oh, sie sind Landstreicher, Bettler, Vagabunden, Obdachlose. Ultrakapitalistischer Staat der Kaldari. Aha, habe ich mir die falsche Fraktion ausgesucht? Weil kapitalistisch ist ja gar nicht so schlecht, wenn es ums Geld geht, ne? Na gut, wir geben die jetzt erstmal ab hier. Guglielmina, das ist ja auch ein Name. Da muss man auch eingedruckt haben, um ihn aussprechen zu können. So, jetzt müssen wir dahin. Und dann schmeißen wir die Heimatlosen einfach raus und kassieren die Kohle. Mal gucken, was da für Agenten sind. Ich weiß, es bei den Agenten, wenn man zum Beispiel Vertrieb 1 anfängt, nach einer gewissen Zeit an Zyklen von Missionen erhöht sich, ich weiß nicht, ob sich das Level des Agenten erhöht, den man gerade hat. Oder man kann dann zu dem nächst höheren Agenten gehen, also Vertrieb 2, Vertrieb 3, Vertrieb 4, bla bla bla. Und da bin ich auch nicht so ganz im Bilde, weil das ist nicht unbedingt das, was ich generell mache. Da geht das, ist aber halt auch eine Möglichkeit, Dexter, oha, um sich da Kohle zu verdienen, weil die Kohle auch mit der Zeit mehr wird, die man da abgreifen kann, ne? Mit diesem Ansehen oder so nehme ich mal an, auch mit Skills noch, die man dafür lernen kann, die das erhöhen. Das Ansehen, was man bekommt halt, ne? Ich glaube, Skills, um mehr Kohle zu bekommen, gibt es nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach. So, jetzt gehen wir das hier ab. Mission abschließen. Kriegen unsere 139, sind es in dem Fall ISK. Ja. Mission erfragen, dann sollen wir wieder vorbeikommen. Gut, was haben wir hier für? Hier sind zum Beispiel schon mal sehr viel mehr Agenten. Vertrieb, Stufe, ein bisschen weitermachen hier. 1, Sicherheit 3, Vertrieb 3, Sicherheit 2 können wir machen. Hier ist noch ein Vertriebsagent. Kann ich eigentlich von allen die Aufgaben annehmen? Auf einmal meine ich jetzt. Mache ich jetzt mal nicht, das mache ich mal in einer eigenen Folge. Weil ich sehe gerade mit Entsetzen, dass ich schon fast 40 Minuten lang nur dummes Zeug sabble. Ich bleibe einfach mal hier, das machen wir in der nächsten Folge mal. Das probieren wir einfach mal aus. Oder wir arbeiten die einfach alle einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal an, die geben alle um die 139 1000 ISK. Das sind ja dann auch knapp 800.000, also knapp so eine Million. Ist ja auch schon was. So. Wir sind immer noch einigermaßen reich. Ich werde aber trotzdem, ich werde, ich habe jetzt hier nichts, was ich lassen kann. Doch, den Iteron selber könnte ich machen. Sind das alles Vertriebsagenten? 1, 2, 3 Vertriebsagenten. Ich lasse den Iteron mal hier. Schiff verlassen. Düse dann mal nach Stu zurück. Und will noch mal was anderes. Ich will erstmal wirklich meine Planet Management Sachen verkaufen. Das mache ich aber off-cam. Da fällt mir ein Angebot für dich, Mario. Versuche ich mal, was Vernünftiges zustande zu bringen. Nicht zu teuer. Und ja, entweder klappt das oder entweder passt es vom Preis her oder nicht. Ich muss mir da mal überlegen, wie ich das am besten mache. Also ich werde jetzt hier nicht hochtrabende buchhalterische Berechnungen anstellen, sondern einfach nur mir denken, gut, das ist jetzt das, was ich von dem Planet Management habe. Was will ich dafür haben? Was ist der eigentliche Wert? Was nehme ich selber dafür?
So vom Bauchgefühl her. Vielleicht passt es auch nicht. Da müsste man sich dann nur noch mal drüber einig werden, wo ich das dann hinschippere, wegen dem Kaufvertrag, dass du das dann auch vernünftig abholen kannst und nicht quer durch die Galaxie düsen musst oder so. Das müsste man jetzt noch mal besprechen. Ja. Mehr würde ich jetzt auch nicht besprechen wollen. Es sind 40 Minuten rum. Hatte so mein Tun hier jetzt. Würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich versuche die nächste Folge mal wieder mit etwas komplexerem Wissen zu füllen. Und zwar die Geschichte hier, ob ich die alle auf einmal machen kann, das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ruhige Zeit bis dahin. Viel Spaß mit dem Zocken, was auch immer ihr zockt. Und dann bis zum nächsten Mal. Was habe ich eigentlich für einen Kapselskin? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.